Nach meiner Uhr ist es 18.30 Uhr. Warten wir noch oder kommt noch wer? Ist ja doch sehr schön voll geworden. Ich freue mich. Recht herzlichen Dank. Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass so viel Interesse da beim ersten Vortrag da ist. Software-Defined Radios. Worum geht es heute Abend? Ich möchte darstellen, was diese Revolution ausmacht, was dieses Besondere ist an einem Software-Defined Radio, warum das so einen starken Einfluss hat auf den gesamten Markt, wie sich die ganze Funktechnik entwickelt. Und ich möchte mal so ein bisschen erklären, wie das funktioniert und auch wie man einsteigt. Wo kann man ein bisschen was hacken, wo kann man ein bisschen was probieren, was gibt es zu tun? Es ist eine Einführung auf einem technisch relativ einfachen Niveau. Also ich gehe da so ein bisschen, wenn ich in den Empfänger mal einsteige, ein bisschen in die Tiefe, aber werde da jetzt also keine funktechnische, nachrichtentechnische Vorlesung draus machen. Sodass das also für jeden, der sich ein bisschen mit Computern und Software auskennt, und das dürften wahrscheinlich die meisten sein, vielleicht ansprechend ist. Wer bin ich? Ich bin seit über 40 Jahren lizenzierter Funkamateur, habe also schon vor langer Zeit eine Prüfung mal gemacht, war auch Horchfunker bei der Bundeswehr, interessiere mich hauptsächlich für Morse-Telegrafie und Funkfernschreiben. Das sind so diese Sachen, die man so als Sonderbetriebsarten benennt im Amateurfunk. Und mache ein bisschen Software, ich schreibe ein bisschen Perl und C++-Software, hauptsächlich so für den Amateurfunkbereich. Bin da so ein bisschen tätig, aber auch für Webseiten, so mehr im beruflichen Bereich. Und beruflich bin ich in einem kleinen Laden tätig, die sich mit solchen Sachen auskennen. Ich werde peinlich darauf achten, dass das keine Werbeveranstaltung wird. Das soll es wirklich nicht sein. So viel dazu. Wenn Fragen sind, ich denke, es ist durchaus sinnvoll, an bestimmten Stellen reinzuhaken, bevor das Verständnis ausfällt oder sowas, durchaus reinfragen. Wenn das zu komplex wird, dann erlaube ich mir, das ans Ende zu stellen. Und dann können wir uns nachher draußen irgendwo hinsetzen. Oder es gibt noch einen anderen ruhigen Raum, wo wir uns hinsetzen könnten und vielleicht so ein bisschen workshopmäßig noch weitermachen könnten. Das muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Gut, Software-Defined Radios. Put a radio in all the things. Das ist das, was in den letzten Jahren wirklich massiv stattgefunden hat. Wir verkaufen Antennen und ich glaube immer zu wissen, wo überall Funkgeräte oder Radios oder funktechnische Anlagen drin sind. Es ist wirklich erstaunlich und teilweise auch erschreckend, wo sie überall drin sind. Wir sind heute so abhängig von der Funktechnik, dass es wirklich erstaunlich ist, wo man das überall findet. So ein lächerliches Handy hat 4 Radios drin. GSM sogar mit 4 Bändern. 3 oder 4. Es hat Wi-Fi mit 2 Bändern. Es hat NFC. Und was war das vierte? GPS. Ein GPS-Empfänger. Ja. Also das in so einem kleinen Gerät sind 4 funktechnische Anlagen drin, die vor ein paar Jahren noch einen Anhänger gekostet hätten oder so von der Größe her und vom Stromverbrauch. Das ist also auch ein Zeichen dafür, wie sich das technisch entwickelt hat. Und das sind alles Software-Defined Radios. Das ist alles nur möglich aufgrund einer Technologie, die ich heute hier zeigen möchte. Weswegen wird Funk digitalisiert? Wir haben seit Jahren Funktechnik, die auf analogen Basis basiert, sei es Fernsehen, sei es Rundfunk. AM-Rundfunk endet gerade in Deutschland. Ende 2014 wurden die Langwellensender abgeschaltet, die es noch gab. Und Ende diesen Jahres werden die Mittelwellensender abgeschaltet. Und ist also mit dem AM-Rundfunk Schluss. Auf Kurzwelle ist schon lange vorbei, schon seit 5, 6 Jahren. Und in ganz Europa wird diskutiert, wann der FM-Rundfunk abgeschaltet wird. Norwegen will beispielsweise 2017 den Cut machen, wird also FM, wie man es so im Küchenradio, im Autoradio kennt, abgeschaltet. Gibt es nur noch DAB+. Das ist also ein Trend, der sich bei allen Betriebsarten oder bei vielen Nutzern, Diensten durchsetzt. Es gibt einen einzigen Beharrungsfaktor oder einen einzigen Dienst, der noch beharrt auf Analogfunk, das ist der Flugfunk. Ganz einfach, weil es so sauschwer ist, weltweit alle Leute zu koordinieren und gleichzeitig eine neue Technologie einführen zu lassen. Die verwenden also noch AM-Rundfunk aus Zeiten von vor noch gut 80 Jahren. Es hat aber seine Vorteile. Die überlegen sich ganz genau, was sie tun. Es funktioniert ganz genau. Ja. Das ist schon wirklich genau überlegt, warum die das so machen. Konservativität hat auch in mancher Hinsicht seine Vorteile. Aber Digitalisierung hat auch seine Vorteile. Warum will man das machen? Wenn man im Autoradio SWR3 hört oder was auch immer hier in der Gegend aktuell ist
und an der Ampel anhält, dann passiert es, dass man in ein Funkloch kommt, wie man sagt, man hört nichts mehr. Und dann lässt man ein bisschen die Kupplung kommen und rollt einen halben Meter vor oder so und dann geht's auf einmal wieder. Was ist passiert? Man hat in einem Bereich gestanden, wo durch Reflexionen, durch Überlagerungen sich die Funkwellen ausgelöscht haben und man ganz schlechten Empfang hatte. Diese Interferenzen gibt es im digitalen Rundfunk natürlich auch, aber man kann darauf Rücksicht nehmen. Interferenzen entstehen, wenn das Funksignal, das von der Hornisgrinde oder von wo aus dem Schwarzwald auch immer kommt, über mehrere Wege zu mir kommt, über eine Reflexion einer Hauswand oder sowas und sich bei mir auslöscht eigentlich auf analogen Ebene, kann ich doch das Signal so koordinieren, dass der Empfänger in der Lage ist, das Signal wieder zu recovern, wieder herzustellen. Das ist etwas, was nur mit Digitaltechnik geht. Ich kann auch mehrfach Daten übertragen auf der gleichen Frequenz. Das sind also eine effizientere Ausnutzung, die da stattfindet, die vorher mit analoger Technik so nicht möglich war. Anderer Punkt ist Verschlüsselung. Ich kann natürlich hergehen und den Funk verschlüsseln. Das ist das, was viele Dienste im behördlichen Bereich interessiert. Also die Polizei, Feuerwehren und so, BOS, Behörden, öffentlichen Dienstes und Sicherheitsaufgaben, so heißt es, glaube ich, die natürlich nicht möchten, dass da jemand zuhört. Bis vor 2-3 Jahren war das eigentlich bundesweit leicht möglich. Es ist aber jetzt gerade vorbei. Es wird nämlich auch gerade der Dienst umgestellt auf digitale Übertragungsarten. Das System heißt Tetra, vielleicht schon mal jemand gehört. Und das ist so sicher wie GSM. Oder ein bisschen sicherer vielleicht sogar noch. Also mit viel Aufwand ging es, aber es ist schon stark verschlüsselt. Und natürlich eine Nutzungs- und Zugangskontrolle. Wir haben alle so eine Set-Top-Box oder die meisten von uns so eine Set-Top-Box zu Hause. Es gibt die Free-to-Air-Programme, die auf dem Satelliten auch schon lange Jahre digital abgestrahlt werden. Aber dann gibt's halt die Premium-Programme oder HD-Programme oder was auch immer, wo man dann halt eine bezahlte Karte braucht oder auch nicht bezahlte Karte, mit der man dann bestimmte Premium-Programme verkauft, einfach um mehr Kohle zu machen. Also das ist auch ein ganz starker Grund für die Digitalisierung. Zugangskontrolle, ich möchte einfach sicherstellen, dass nur bestimmte Leute, nämlich die, die gezahlt haben, da drankommen. Digitalisierung ist nur eine Möglichkeit, das alles besser zu machen, also da reinzusteigen. Denn, und warum muss man das machen? Das ist eine Hoheitsgeschichte. Einerseits ist das Problem, dass Funkfrequenzen genauso wie Grundstücke eine der Ressourcen auf dieser Welt sind, die nicht vermehrbar sind. Ich habe keine Möglichkeiten, mehr Frequenzen zu schaffen. Das ist das, was da ist, das Spektrum, und ich muss es so gut wie es geht nutzen. Dazu nutze ich Digitalisierung. Wie gesagt, ich kann es mehrfach nutzen, ich kann die gleiche Menge an Informationen besser komprimieren, brauche weniger Bandbreite, um die zu übertragen. Bandbreite jetzt in dem Sinne von wirklich Spektrumsbandbreite. Und das ist also ein System, das da genutzt wird, die Digitalisierung. Es gibt noch andere Verfahren, aber das ist das Wichtigste. Und deswegen ist das in den letzten Jahren in allen Bereichen eigentlich eingetreten. Ich habe es genannt, Analogfernsehen, UKW-Rundfunk wird umgestellt auf DAB. AM-Rundfunk ist im Grunde genommen vorbei. In Deutschland jedenfalls. Es gibt noch ein paar wackere Versuche, die Digitalradio Mondial machen. Das ist also nicht Digital Rights Management, sondern die digitale Übertragungsart oder die digitale Modulationsart, die man auf Mittelwelle oder Kurzwelle verwenden kann, um auch dort ansprechende Qualität hinzukriegen. Nicht so gut wie CD oder UKW-Rundfunk, aber doch dieses Krachen und Fiepen von der Kurzwelle dann endlich los wird. Ne? Autotelefon war früher alles analog bis ins C-Netz, das ist nun schon lange her. Da sind über 25 Jahre, da haben wir es auf D-Netz umgestellt, das 2G-System, das GSM-System. Und das schreitet munter voran, 3G, also UMTS heute, 4G, LTE. Das sind alles Digitalisierungsschritte, die dort getan wurden, die auch einen ganz starken Druck auf den Markt ausgeübt haben, um auf Software-Defined Radios zu kommen. Und wie gesagt, die Behörden mit Sicherheitsaufgaben, die auf Tetra umgestellt haben. Das Problem, diese ständigen Wechsel auf neuere Betriebsarten, auf neuere Modulationsverfahren, auf effizientere Modulationsverfahren, setzt voraus, dass man ständig auch neue Hardware braucht. Das ist ja schön und gut, wenn man sie auf dem Tisch stehen hat, aber die Hardware steht da oder da oder da oben. Warum da oben? Weil man ganz kurze Kabel nur haben möchte zu der Antenne, weil Kabel dämpfen nun mal. Also sind die Sendeanlagen wirklich teilweise da oben untergebracht oder hier direkt hinter der Antenne? Und da muss man jemanden hochschicken, der das umbaut. Das an 30.000 Standorten in Deutschland. Das ist so die typische Zahl, die jetzt eine Vodafone oder eine Telekom an Funkstandorten hat. Und wenn man sich das anschaut, die haben
Dann war dann die Umstellung aufs D-Netz, war so 80er Jahre. Dann haben sie 90er Jahre angefangen, UMTS flächendeckend einzuführen. Jetzt haben sie seit 2008 LTE so langsam und jetzt auch in der Fläche wirklich massenmäßig draußen, die noch an anderen Standorten stehen müssen aus anderen Gründen. Und immer müssen da Leute rausfahren und müssen die Einschübe rausnehmen und neue Funkgeräte tun. Man muss den neuen Kram auch erstmal kaufen. Wie schön wäre es, wenn man die gleiche Hardware verwenden könnte und nur eine andere Firmware draufpacken könnte, also eine andere Software. Das ist genau das, was Software Defined Radio macht. Das ist also das flexible Konzept aus Hard- und Software, eine sehr, sehr weit, eine sehr flexibel ausgelegte Hardware. Wie die funktioniert, zeige ich gleich im Detail. Und darauf Software, beziehungsweise auf dem nachgeschalteten PC, die Aufgaben, die vorher in Hardware festgegossen waren, übernimmt. Das ist mal so ein Beispiel eines Marktführers. Etos Research, sehr gute Geräte. Ich kann das mit Ruhe gewissen sagen, weil wir sie nicht verkaufen. Der also sehr bekannt ist und auch eine sehr gute Open-Source-Strategie fährt. Also da muss man ein bisschen unterscheiden. Legt der Hersteller seine Schnittstellen offen und erlaubt der anderen Softwareautoren zum Beispiel den Zugriff auf die Software, auf die Hardware, also die Schnittstellen, ist die API offen. Das ist immer ein wichtiges Kriterium, finde ich. Also das ist das, was Software-Defined Radios dann nun endlich machen. Sie eröffnen mir die Möglichkeiten, einfach anstatt hoch auf den Turm zu klettern, mich mit dem Ding zu connecten, neue Firmware draufzuladen, Neustart. Und schon kann das Ding eine ganz andere Modulationsart und dadurch viel mehr wie vorher. Wie funktioniert das? Wie kann das gehen? Das ist mal das Blockschaltbild eines analogen Empfängers. So war es also bisher. Wir haben eine Antenne, am Eingang dann ein Filter, muss auch nicht unbedingt sein, ein kleiner Verstärker. Das ist so das Geheimnis des Empfängers, ist nämlich der Mischer. Wenn man das einkommende Signal mischt mit einem Signal, das hier auf der Platine generiert wird, dann entstehen Mischprodukte und dadurch kann ich von einer Frequenz runterkommen. Denn das ist das Problem, das ist der Knackpunkt. Die Frequenzen, die hier verwendet werden, sei es jetzt Mittelwelle, sei es Kurzwelle, sei es UKW, sind zu hoch, um sie hier später leicht weiterverarbeiten zu können. Es geht, ja, aber die Bauteile sind sehr teuer und es ist sehr viel mühseliger, als wenn man sich irgendwie bemüht, die Frequenzen runterzumischen auf tiefe Frequenzen und dann mit ganz billigen Bauteilen weiterzuarbeiten. Das ist ein Empfängerkonzept, das es seit, was haben wir, 2015, naja, nicht ganz 100 Jahren gibt. Und das sich bewährt hat, manchmal mit zwei Mischerstufen, dann macht man das in zwei Stufen. Das ist also ein Konzept, das seit Jahren so funktioniert und in jedem Rundfunkempfänger, in jedem Autoradio so drin ist. Wenn man das also runtergemischt hat, dann ist man hier auf einer sogenannten ZF-Ebene, Zwischenfrequenzebene, also die niedrigere Ebene, und kann dann hier mit sehr einfachen Komponenten, ganz billigen Komponenten nochmal filtern, ein bisschen verstärken. Dann wird das Signal demoduliert und auf einen NF-Verstärker, also einen Audioverstärker gegeben und über einen Lautsprecher ausgegeben. Das ist so, wie ein Empfänger funktioniert. Der Knackpunkt ist das Runtermischen auf tiefere Frequenzen, damit der ganze nachfolgende Kram einfacher wird. Das ist also das Geheimnis eines Empfängers. Das ist auch die Schwierigkeit, sowas zu bauen, das Ding so zu bauen, dass er nur das tut und zusammenmischt, was er soll und nicht Mist produziert und Phantomsignale produziert, die er nicht produzieren soll. Da steckt dann die Erfahrung drin, wie ich sowas baue und solche Filter baue. So, dann haben die Funkamateure angefangen und haben gesagt, okay, das ist ja schön und gut. Jetzt habe ich einen tollen PC auf dem Tisch stehen, sowieso für meine Logbuchführung und sowas alles. Da steckt so eine schöne Soundkarte drin. Was hat man also gemacht? Man hat die NF genommen, also das hörbare Signal, hat es mit einem ganz einfachen Kabel auf die Soundkarte gegeben und hat es dort wieder digital gewandelt. Ganz primitive Technik, das ist ja nichts anderes wie ein AD-Wandler, ein Analog-Digital-Wandler, was da auf der Soundkarte draufsteckt. Der nimmt das reinkommende Signal, digitalisiert es, und dann wird es später sogar wieder von einem DAC, also von einem digitalen Analog-Wandler, zurückgewandelt und auf den Lautsprechern meines PCs ausgegeben. Das ist ein ganz einfaches Verfahren und das haben sich die Funkamateure zunutze gemacht, um die dort übertragene NF mit schmaler Bandbreite zu dekodieren und dann mit viel Fantasie neue Betriebsarten zu entwickeln. Das erste, was hier gemacht wurde, sind Funkfernschreibbetriebsarten, die es auch schon seit 70 Jahren gibt und wo man früher große, richtige, schwere Fernschreiber für brauchte. Ist eine interessante Sache, aber ist immer so ölig und schmierig und laut und man kann es also wirklich nicht im Haushalt betreiben. Und das war dann ein großer Fortschritt, das mit dem Computer machen zu können. Und die Soundkarte und die Technik, die da dahinter steht, hat sehr viel gebracht.
Das ist schon Software-Defined Radio, weil das, was mein Funkgerät, denn das ist das letztendlich, damit zusammen kann, wird jetzt auch dadurch definiert, was ich hier auf meinem Computer für Software habe. Und da hat sich unglaublich viel entwickelt, was es da gibt an Software, an Möglichkeiten. Das eine wurde ein bisschen besser, der andere hat eine andere Methode geschaffen, das ist langsamer, aber robuster zum Beispiel, um für Kurzwellenübertragungen, die um die ganze Welt gehen, sehr stabile Verbindungen ermöglichen zu können. Auf Geschwindigkeit kommt es nicht an, aber halt auf Sicherheit. Also da gibt es ganz viele verschiedene Verfahren, die da mit der Soundkarte dann gemacht wurden. Das war so Ende der 80er, Anfang der 90er fing das an und hat sehr stark abgehoben. Das findet so auf der Frequenzebene 24 kHz statt, also 48 kHz ist so die Abtastrate, das, was man so kennt, was man an seiner Soundkarte mal so einstellen kann. 44 oder 48 kHz ist so die Standardgeschwindigkeit. Das setzt relativ geringe Anforderungen an den PC, denn 48 kHz Abtastraten zu digitalisieren ist lächerlich. Das macht die Soundkarte sowieso, das muss man sich vom Prozessor ja gar nicht drum kümmern. Man muss nur den Datenstrom, der da von der Soundkarte jetzt kommt, das sind schon ein paar Byte, muss man halt nehmen und dann entsprechend digital weiterverarbeiten. Filtern, dekodieren, also demodulieren und entsprechend darstellen. Das sind aber sehr bescheidene Anforderungen, es ist also wirklich eine geringe Anforderung an den Rechner. Da fand also, wie gesagt, bis hier noch alles analog statt, die Digitalisierung hier im PC. Der nächste Schritt war, dass man in den Empfänger hinein einen Analog-Digital-Wandler gebaut hat. Warum das? Das ist der technologische Fortschritt. Diese Dinger wurden schneller. Sie müssen eine gewisse Geschwindigkeit haben, ich gehe da nachher noch mal kurz drauf ein, um die Signale digitalisieren zu können. Wenn ich eine bestimmte Frequenz habe, muss ich doppelt so schnell abtasten. Also wenn ich ein Signal mit 30 MHz hören möchte, dann muss mein AD-Wandler mit 60 MHz abtasten. Das ist schon eine echte Herausforderung gewesen, Anfang der 2000er, und war damals kaum möglich. Es ging, war sehr teuer, also sehr teuer spreche ich so 100, 150 Dollar pro Chip, selbst bei 1000er Stückzahlen. Das ist also eine richtige Hausnummer, wenn man so ein Gerät baut, das dann auch irgendwie auf dem Markt bestehen soll gegen 30 Euro Radio, das unterm Küchenschrank hängen soll. Also das ist der Trick. Da steckt die technologische Entwicklung drin, einfach in der Halbleitertechnologie, die es ermöglicht hat, schnellere Analog-Digital-Wandler zu bauen, die also in der Lage sind, das Signal zu digitalisieren. Und ich habe es hier hingesteckt, weil ich hier ja schon runtergemischt habe. Ich habe also hier eine relativ zahme Anforderung. Ich habe hier relativ niedrige Frequenzen, damit sind die AD-Wandler bezahlbar und ich habe keinen großen Stress damit. Und ich gehe dann über einen Prozessor oder einen programmierbaren Chip, also einen sogenannten CPLD, ein relativ einfacher Bauteil, der nicht so flexibel ist wie ein Prozessor, aber fest programmiert wird, dann auf eine USB-Schnittstelle und damit weiter zum Computer. Die Soundcard ist raus, ich übertrage digitale Daten hier, ja, und habe dann die Möglichkeiten, nach wie vor auf meinem Rechner das zu bearbeiten und zu filtern. Ich muss dadurch ein bisschen mehr Anspruch an den Rechner haben. Die Herausforderungen oder die Anforderungen an den Rechner sind ein bisschen größer. Ganz einfach, weil der Datenstrom größer ist, schneller ist und mehr Daten kommen und ich dadurch auch eine größere Bandbreite habe. Vorher in der Soundkarte, das Fenster, das ich so angucken konnte im Spektrum, waren so 3 kHz. Das ist so der Telefonsprachbereich. Das ist das, was man da verarbeiten konnte. Hier, was man hier verarbeiten kann jetzt, das sind schon so 50 kHz, 100 kHz, 150 kHz in der Größenordnung. Das ist so das, was da auch geschafft wird. Das hängt auch von der Geschwindigkeit ab, was da darstellbar ist. Und das setzt schon ein bisschen mehr Ansprüche an den PC voraus, aber immer noch sehr, sehr zahm. Also kein großes Problem. Wie gesagt, möglich wurde das durch die technologische Entwicklung der Analog-Digital-Wandler, die einfach schneller geworden sind. Und der letzte Schritt, das ist das, was jetzt so in den letzten 4, 5 Jahren stattfindet, ist es, den ganzen Analogkram vorne rauszuschmeißen und den Analog-Wandler, den Analog-Digital-Wandler direkt an die Antenne zu setzen. Das ist etwas, was ein völlig neues Konzept ist, wenn man mir das vor 20 Jahren gesagt hätte, hätte ich gesagt, geht nicht, unmöglich. Doch, es geht. Es wird direkt an der Antenne, vielleicht noch ein bisschen Vorfilter, das ist, die besseren Geräte haben da also noch Filter sitzen, hat bestimmte Vorteile, wird direkt das Signal, so wie es von der Antenne kommt, ohne weitere Verarbeitung, ohne Mischung, direkt digitalisiert. Das geht nur, weil die Chips schnell genug geworden sind.
Es gibt heute, gehe da nachher noch mal ein bisschen näher drauf ein, Analog-Digital-Wandler, die so im besten Fall 200, 220 Mega-Samples pro Sekunde machen. Damit kann ich also die Hälfte dieser Zahl bis als maximale Frequenz direkt verwenden, also so 100, 110 Megahertz. Also UKW-Rundfunk könnte ich jetzt mit so einem Ding aufbauen und sowas gibt es dann auch. Das sind diese kleinen Radios, die ja wenig größer sind wie sowas hier. Ja, da steckt alles drin, was ich brauche. Da ist sogar noch ein kleines Filter drin, nicht viel. Aber da ist im Prinzip alles schon dabei. Bitte, da ist eine Frage. Die Frage war, ob die eine Bandbreite von 110 MHz empfangen wird. Das ist ein guter Punkt. Nein, wird es nicht. Das ist nur die maximal mögliche Frequenz. Die Bandbreite, die übertragen werden kann, hängt davon ab, wie breit das Signal hier ist und wie leistungsfähig dieser Chip dahinter ist. Hier steckt jetzt kein CPLD mehr, da steckt auch kein Prozessor mehr, also kein einfacher Chip, sondern ein Field Programmable Grid Array. Also ein Chip, den ich umprogrammieren kann, es steckt voller Logik und der sehr, sehr schnell ist, kleinen Moment, um die Daten, die hier mit rasender Geschwindigkeit rauskommen, weiter verarbeiten zu können. Und wie schnell dieser Chip ist, legt letztendlich die Bandbreite fest des Spektrums, den ich zum PC übertragen kann und angezeigt kriegen kann. Ja? Das ist also auch ein weiterer Fortschritt, der nötig gewesen ist, um diesen technologischen Schritt zu machen. FPGAs, die entsprechend leistungsfähig sind, auch bezahlbar sind. Da gibt es mittlerweile 3, 4 Hersteller, einer ist gerade gekauft worden, Altera von Intel gekauft worden für 18 Milliarden. Also da steckt richtig Geld drin. Und falls jemand noch eine Karriere sucht, FPGA programmieren ist eine echte Kunst. Da gibt es also wirklich nicht viele Leute, die das richtig gut können. Und wenn jemand noch nicht so weiß, genau, wird durchaus empfehlenswert. Das ist echt ein Markt mit Zukunft. Ich habe hier bei der Recherche für den Vortrag auch verschiedene Marktstudien gelesen, was da an Zahlen genannt wird, wie der wirtschaftlich sich entwickeln wird, dieser Markt, ist erstaunlich. So, waren da noch Fragen? Ich habe eine kleine Korrektur. Also begrenzend ist nicht der FPGA selbst, sondern der USB-Bus, also USB 2 geht nur die Datenrate durch, sodass dann auch der PC noch wieder herkommt insgesamt. Also einmal die Bandbreite vom USB-Bus wird begrenzt und dann der PC mit der Rechenleistung hinterher. Richtig. Ja, das ist ein weiteres begrenzendes Element. Wie schnell kriege ich die Daten dann da raus und zum PC hin? Der USB-Bus ist da ein Problem. Deswegen haben die besseren, die teureren Software-Defined Radios da heute auch keinen USB-Anschluss mehr, sondern einen 100 Megabit oder 1 Gigabit Ethernet-Anschluss. Also richtig, schönen Dank für den Hinweis. Also das ist der technologische Fortschritt, der da nötig geworden ist, um das zu machen. Und es gibt etliche Hersteller, die diese Chips dann direkt so zusammenfassen und das jetzt auf die billigste Art und Weise zusammenfassen, um halt wirklich solche, das ist jetzt ein DVB-T-Stick hier herzustellen, der hat mich 15 $ gekostet oder 15 Euro gekostet, inklusive Antenne und Fernbedienung. Und da steckt genau sowas drin. Ja? Da ist also genau sowas drin. Wie man jetzt auf die Frequenzen kommt, die weit über den Abtastmöglichkeiten des dort verwendeten Analog-Digital-Wandlers liegen. Das ist ein anderes Thema, hat was mit der Abtasttheorem zu tun, gehe ich jetzt nicht drauf ein, können wir uns gerne aber nachher nochmal drüber unterhalten. Also die Anforderung hier, relativ hoch an den PC, wenn ich sowas mache, ich muss also dort die Daten schon ordentlich, je nachdem, was ich machen will, auch ordentlich wegkriegen und weiterverarbeiten können, um ganz einfach die schnellen Daten, die Menge an Daten, die da ankommt, auch wirklich weiterverarbeiten zu können. Denn die Stärke letztendlich dessen, was ich da machen will, die liegt dann doch wieder auf dem PC und in der Software des PCs. Wie kann ich filtern, was kann ich dort für Möglichkeiten machen? Und ich habe mittlerweile Systeme, wo ich beispielsweise aus dem Datenstrom 40 einzelne Signale rausziehen kann und dekodieren kann und gleichzeitig mir anhören kann. Natürlich macht das kein Mensch, das sind militärische Anforderungen. Das Militär ist hier im Übrigen auch ein ganz treibender Faktor. Die wollen nämlich, also neben den kommerziellen Funkern, also neben den Mobilfunkleuten, ist das Militär da ganz, ganz stark daran interessiert, eine möglichst flexible
Funkgeräte, Plattform zu haben, um darauf gerüstet zu sein, dass wenn der Feind die Kodierung durchbrochen hat, die Modulationsart zu verändern, ohne dass man jetzt Milliarden dafür rausschmeißen muss, neue Hardware zu kaufen. Man muss nur weniger Milliarden dafür ausgeben, neue Software zu entwickeln. So sieht das dann mal in der Realität aus. Das ist jetzt ein relativ altes Teil, 2006. Was sich da entwickelt hat, also hier steckt dieser ominöse AD-Wandler drin. Warum der den so rumzeichnet? Naja gut, hier vorne sind ein paar Filter davor. Ja, der hat das also schon ganz schön gemacht. Dann kommt hier der AD-Wandler und dann kommt hier ein spezieller Bauteil. Das ist der Prozessor, ein spezielles Bauteil. Das ist die auch ein Großteil der Technologie von SDRs enthält, dieser sogenannte Direct Down Converter, DDC. Das ist so die Technik, die da heute hintersteckt. Da gibt es also von Analog Devices zum Beispiel jetzt hier oder vielen, vielen anderen ganz spezielle Chipsets, die darauf abgestimmt sind, solche Empfänger möglichst simpel aufzubauen. Und das, was der Entwickler dann dazu macht, sind halt so die Filter. Hier steckt die Logik drin, wie das Ding bedient wird, was man damit machen kann. Er geht jetzt hier mit USB raus. Das war also jetzt ein älteres Gerät, das schon gar nicht mehr auf dem Markt ist. Ja, das ist ein etwas anderes. Ach so, ja genau, das ist im Prinzip nochmal das Gleiche, nur mal hier dargestellt, dass das natürlich auch noch eine Schleife bildet, eine Rückkopplungsschleife bildet, denn hier stecken noch die Informationen drin, die man wieder hier vorne reinstecken möchte, um bestimmte Übersteuerungssituationen und sowas zu vermeiden. Bitte. Die Frage war, bei dem relativ bekannten RTL-Stick, da sind zwei Chips drin, einer von RTL, also von Realtek, wie heißt der, 28? 2832, genau, danke. Und der andere, das ist der E4000 von Elonix, welche Funktionen diese Chips haben. Der RTL-Chip, das ist der Analogwandler. Das ist ein ganz primitives Teil, der hat ein 8-Bit-Interface, ja, das ist also ausreichend für diese Funktionen und darum ist er so billig. Und der E4000, das ist der Tuner, da steckt diese Logik drin, um die Frequenzabstimmung zu machen, denn man muss nach wie vor doch ein Signal dazu mischen, um das Ganze dann runterrechnen zu können und diese Möglichkeiten, das steuern zu können. Der hat einen I²C-Bus-Anschluss, mit dem ich dann über, was weiß ich, USB und eine Software auf dem PC dem Ding sagen kann, stell mir Fernsehkanal 3 ein oder sowas. Ja? So, das ist die Aufgabenaufteilung und genau das steckt hier in dem Ding auch übrigens drin. Ja, also das ist eine sehr bekannte Kombination, zeige ich nachher auch nochmal was. Wo bin ich? Ja, Grenzen der SDRs, Abtastrate, das ist also das, was ich gesagt hätte, das war die lange Zeit die technologische Grenze und da passiert rasend was. Also da muss man wirklich alle paar Monate damit rechnen, dass ein neuer Hersteller eine noch bessere Idee hat, noch kleinere Chipstrukturen verwenden kann und noch schnellere ADCs dadurch bringt. Das ist also das begrenzte Kriterium hier. Und hier steht, die Geschwindigkeit, die Abtastrate, die muss doppelt so hoch sein wie die höchste Frequenz, die ich hören möchte. Ja? Also wenn ich bis 30 MHz hören möchte, das ist so das klassische Kurzwellenband, dann muss mein ADC mindestens 60 MHz Abtastrate haben. Das ist ein Theorem, das der Herr Shannon und der Herr Nyquist schon in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts gefunden haben. Das ist also keine Neuerung oder keine neue wissenschaftliche Erkenntnis, sondern das ist Grundlage der Nachrichtentechnik und der Physik. Und das ist so das begrenzende Element dabei. Also ich muss doppelt so schnell sein wie die höchste Frequenz, die ich hören will, plus ein Trick, der sich Oversampling oder Undersampling nennt. Aber da gehe ich nicht drauf ein. Das zweite ist die Wortbreite des ADCs. Also ich kann zwar, was weiß ich, mir einen 8-Bit-AD-Wandler bauen wie den hier, der mit fast einem Gigasample betrieben wird. Also der macht 1 Milliarde Samples pro Sekunde, ja, aber nur mit 8-Bit-Breite. Ganz einfach, ganz simpel zu machen. Je mehr Bits ich habe, das heißt, desto genauer ich gucke, wie fein das Signal abgestuft ist, desto schwieriger wird es, schnell zu werden. Und hier sind heute die technologischen Grenzen bei 16-Bit. 200, 220 Megasamples pro Sekunde, 16-Bit, das ist so das Schnellste, was man so zurzeit kaufen kann auf dem Markt, ganz offiziell. Vielleicht gibt es irgendwelche Labormuster, die schon schneller sind, aber so das ist das, was ich gefunden habe, was also heute so der Stand der Technik ist. Und das ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. Also wenn man sich da was kaufen will, dann ist man immer
ja, in einem halben Jahr kommt das nächste, schnellere noch. Also es ist wirklich ein schwieriger Markt, weil in 2 Jahren ist das, was ich da habe, veraltet. Muss man gucken. Und Übertragungsrate zum PC, genau, was Sie sagten oder was du sagtest, das ist also genau das andere begrenzende Kriterium. Wenn ich jetzt nur so ein schmales Fenster übertragen will von dem SDR, dann teile ich dem hier mit, dezimiere mir die Daten schon so weit, dass das, was hier hinten rauskommt, so langsam ist. Egal, kommt es nicht drauf an. Wenn ich aber so ein breites Fenster haben will, und das will man für Überwachungsaufgaben, dann gehen da richtig Daten drüber und dann kommt in der USB schon die Begrenzung rein. Das sieht also so aus, wie gesagt, 220 Megasamples pro Sekunde, so dass das schnellste 16 Bit Breite. Standard ist aber 12 oder 14, so, das ist bezahlbar. Der hier, der diese beiden Grenzwerte erreicht, der kostet auch so um die $110 bei Abnahme von 1000 Stück. Also das ist technologische Grenze zurzeit. Gut, was bekomme ich denn jetzt dafür? Total billigen Empfänger, total oder senderseitig geht das übrigens genauso. Ich habe jetzt mich mal nur auf den Empfänger kapriziert. Senderseitig geht das genauso. Was ich bekomme, ist in der Regel eine solche Darstellung. Man nennt das Wasserfall. Das hier unten ist der Wasserfall, das hier oben ist das Spektrum. Was wir hier sehen, ist das Spektrum eines GSM-Signales, in dem Fall O2. Bei 1800 Megahertz. Ja, und das ist so der Rauschteppich, das, was man immer da so hat. Das ist hier die Leistungsskala. Und farblich wird hier dargestellt die Leistungsdichte dieses Signales über die Frequenz und hier über die Zeit. Ja. Und die Leistung eines solchen SDRs zeigt sich jetzt darin, wie fein wird jetzt sowas hier aufgelöst. Also wie genau kann ich jetzt hier Leistungsunterschiede erkennen und wie schnell kommen die Daten hier rein? Also in welchen kurzen Abständen, wenn die nur reintröpfeln, dann ist es wenig. Und die Gesamtbreite des Spektrums, die ich mir angucken kann. Das sind so also die Werte, die Parameter, die ich mir angucken möchte. Wenn ich jetzt als Funkamateur hergehe, dann möchte ich zum Beispiel das ganze Band, in dem ich funke, das sind ein paar hundert Kilohertz, möchte ich gerne sehen können. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Ja, das ist also jetzt eine Amateurfunkanwendung. Das ist jetzt hier im 14 Megahertz-Bereich. Hier ist mein Empfänger gerade eingestellt. Aber ich kann jetzt sehen, hier ist jemand am Funken und da und dort und dort und dort und überall. Und ich kann jetzt mit einem Mausklick einfach hier draufklicken. Da wird also nicht mehr so am Knopf gedreht, wie man das so von früher kennt, sondern ich klicke, gibt's auch so als Abstimmrad mittlerweile wieder. Aber ich klicke einfach hier hin und dann bin ich da, wo ich hin möchte. Ich sehe, dass da drüben was ist. Ich verpasse nichts. Denn das ist jetzt der tolle Zustand, es ist viel los. Es gibt auch ganz häufig aufgrund Ausbreitungsbedingungen und so den Zustand, es ist absolut Ruhe, es ist einfach plan, es ist nichts, nur so ein bisschen Rauschen am Boden und absolut nichts. Und dann zack, mit einem Mal, da kommt einer, weil gerade auf der Sonne irgendwas passiert ist oder sowas. Und dann kann ich also da in aller Ruhe immer drauf gucken, oh, da ist was. Und dann geht's los. Das ist also etwas, was ich da machen möchte, was natürlich genauso eine Überwachungsagentur interessiert, die sagt, okay, ich möchte jetzt mal dieses Objekt auf Funktechnik untersuchen und schauen, was ist denn da, funkt da jemand? Also sprich, ist da eine Wanze drin oder ist da die Abhörgerät drin oder sowas? Das wird durch so eine Technik, ich will nicht sagen trivial, aber es wird sehr viel einfacher. Und dann möchte ich darüber hinaus noch so einen Adapter haben oder so eine Ansicht haben. Das ist der sogenannte Pan-Adapter hier. Ich habe hier die gesamte Kurzwelle von 0 bis 60 Megahertz dargestellt. Ja, das ist ein bisschen albern. Das sagt mir jetzt, bringt mir jetzt so als Nutzer nicht so wahnsinnig viel. Aber ich kann immerhin sehen, wie ändern sich die Bedingungen auf der Kurzwelle. Das sind jetzt Sachen, die speziell Kurzwellenamateure interessieren. Denn da ändern sich abhängig von der Sonne am Verlauf des Tages die Ausbreitungsbedingungen. Und ich kann da genau sehen, so, okay, jetzt um die Uhrzeit müsste eigentlich dieses und jenes Band aufgehen, wie man sagt. Und das sehe ich hier dann, so. Das sehe ich dann hier zum Beispiel, wenn hier plötzlich Signale auftauchen, die da vorher nicht da waren. Das, was da zu sehen ist jetzt tatsächlich, sind Rundfunksignale. Es findet also nach wie vor relativ viel Kurzwellenrundfunk statt in weniger stark entwickelten Gebieten dieser Welt oder in Gebieten mit einem ausgesprochen starken Mitteilungsbedürfnis. Also Radio China findet man hier bestimmt 50 Mal. So sieht das also aus, so sieht die Applikation aus. Und heute macht es die Stärke dieser Applikation aus, wie viele Möglichkeiten ich habe, auch was für Punkte ich erreichen kann, wenn ich so an Wettbewerbe denke. Da gibt es ja diese Funkwettbewerbe. Aber auch für Überwacher
Die können hier genau sehen, jetzt mit dieser Software nicht, aber mit anderen Programmen, was tut sich hier, was tut sich dort. Die können sich schlafen legen, können etliche Kanäle gleichzeitig aufzeichnen, nur bei Betrieb, und können auch hinterher noch, nämlich das gesamte Spektrum aufzeichnen und hinterher noch mal gucken, oh, da war was. Da hatte ich keinen Empfänger drauf, aber ich kann noch mal rückwirkend schauen, was war da. Das ist also die Stärke solcher Software. Dazu mal kurz zum Rechtlichen. Ich mache jetzt keine Rechtsvorlesung, ich bin auch kein Jurist. Das wird in Deutschland wird die ganze Funkgeschichte vom TKG geregelt. Es ist, wie gesagt, eine hoheitliche Sache. Es ist eine gemeinschaftlich genutztes Gut, Funkfrequenzen. Ich kann damit nicht umgehen. Ich kann nicht jedem einfach erlauben, mach mal. Das ist leider so. Es ist manchmal schwer zu verstehen, wenn man jetzt, was weiß ich, in Ostfriesland wohnt, nichts gegen Ostfriesland, aber das ist sehr ruhig, das sind weniger Teilnehmer. Und dann dem zu sagen, nein, du darfst dort nicht funken, weil am Bodensee diese Frequenz gerade belegt ist. Ja, das ist schwer zu vermitteln, aber nun gut, es ist halt ein bisschen schwierig. Es wird durch die Digitalisierung einfacher, weil man dadurch mehrfach belegen kann. Aber es ist halt ein nicht vermehrbares Gut, das reguliert werden muss, macht die Bundesnetzagentur. Und gesetzliche Grundlage ist also das Telekommunikationsgesetz. Eigentlich, was darf ich hören, wenn ich jetzt so ein Ding habe? Ich habe den gekauft, um DVB-T zu gucken. Natürlich, das darf ich gucken. Das ist eine Sendung an alle. Das ist eine Rundfunkaussendung. Ich kann damit Rundfunk hören, also FM-Radio. Ich kann damit Fernsehen gucken, DVB-T. Mit der geeigneten Software kann ich auch auf Kurzwelle, was weiß ich, China Radio International hören. Ich darf einen Amateurfunk hören. Der ist grundsätzlich offen. CB-Funk genauso, also den nicht lizenzierten Bereich davon. Und dann gibt es auf Kurzwelle ein paar ganz wenige Aussendungen, die frei empfangbar sind. Der Deutsche Wetterdienst zum Beispiel, der befleißigt sich nach wie vor mit gutem Signal auf Kurzwelle und Langwelle Wetterdaten auszustrahlen. Das ist so hauptsächlich für die Seefahrer gedacht, die halt kein Handy mehr haben oder kein Handyempfang haben, weil sie zu weit draußen sind. Und da wird also Wetterkarten übertragen. Aber das sind auch Sendungen, die an alle gerichtet sind. Die Kurzwelle ansonsten, gut. Kommen wir gleich nochmal drauf. Also das ist das, was ich hören darf. Was darf ich nicht hören? Alles andere. Ja, es ist eine ganz schwierige Situation. Es gibt andere Länder in Europa, England beispielsweise, wo es beispielsweise erlaubt ist, Flugfunk zu hören. Viele kennen vielleicht die Anwendung dieses Dinges hier mit diesen Dingern, diese Skitterbaken von den Flugzeugen sich anzuschauen. ADS-B heißt das System. Da wird Position und die gerade Höhe, Flugrichtung und sowas übertragen. Gibt eine Riesendiskussion anfangs, gibt es seit 2006 oder sowas das System. War lange Diskussion, ist das zulässig, ist das nicht zulässig. Letztendlich ist es so, dass es wo kein Kläger ist, ist kein Richter. Und es ist wirklicher Schaden, findet damit auch nicht statt, wenn man sich das anhört. Das sind letztendlich Daten, die ich gehe auf flightradar24.com und habe die Daten da genauso. Da sind sie ein bisschen gefiltert. Ja, wenn ich das direkt empfange hier, dann sehe ich also den kleinen Flieger, der sich bei Flightradar 24 hat ausfiltern lassen, weil da Madonna drin sitzen könnte oder sowas. Den sehe ich damit schon. Gut, das ist also so eine Grauzone. Letztendlich kommt es darauf an, womit man sich erwischen lassen möchte oder nicht. Ich bin da persönlich ein bisschen vorsichtig. Im Laufe der Zeit sammelt sich doch eine Menge Equipment an. Und das Problem ist, wenn die Bundesnetzagentur einen Verdacht herrscht und eine Untersuchung macht, dann schlagnahmen die erstmal alles, was auf dem Tisch steht. Und da jetzt der Rechner mit dran hängt, den auch. Und das ist mittlerweile bei mir eine Menge Zeug. Also das passt nicht mehr auf den Tisch. Das sind viele Geräte, die viel Geld gekostet haben. Und außerdem bin ich dann vielleicht vorbestraft und dann darf ich mein schönes Hobby, den Amateurfunk, nicht mehr ausüben. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Also ich werde alles Weitere hier nur auf dem Hörensagen weitergeben können. Ich habe selbst natürlich nie Verbotenes gemacht. Ob es eine Strafbarkeit ist oder sowas, kommt auch immer noch drauf an. Also wie gesagt, dieses ADSB-Abhören, Peng ab dafür. Wenn jemand hier Interesse hat, und ich hoffe vielleicht bei dem einen oder der anderen Interesse zu wecken, es gibt ein paar Bereiche, da kann ich wirklich nur jedem raten, die Finger von zu lassen. Das eine ist der Flugfunk. Wirklich, da stehen innerhalb von einer halben Stunde stehen die Leute mit den Peilantennen auf dem Dach vor der Tür, wirklich. Und das andere ist der BOS-Bereich, also die Polizei. Es ist eine schwierige Grauzone. Da oben ist eine Frage. Ja. Also die Frage war, ob Empfänger angepeilt werden können. Das ist, kann man stundenlang drüber reden. Im Prinzip ist es möglich. Es ist wirklich nicht mehr leicht heutzutage. Früher war es leichter, aber im Prinzip geht. Das ist es schwer, ja. Bitte? Quasi die weiterführende Frage ist, es ist ja nur ein Empfänger.
Ja. Die Signale sind ja da. Ja. Das heißt, wir finden die raus, dass ich jetzt gerade dieses Signal tune. Das ist ein SDR, das auch ein Sender ist. Kostet 300 Euro. Und der weiß dann, ich tune. Nein, das nicht, nein. Also das Ding, das, die Pegel, mit denen er hier arbeitet, die Frage war im Prinzip weitergehend, wie man sowas feststellen kann. Das ist eine schwierige Sache. Ich hatte es in dem einen Bild gezeigt, in dem Prinzipschaltbild, jedes SDR hat auch einen Oszillator drin. Also generiert Frequenzen. Und dieses Signal ist im Prinzip, könnte man es wie einen kleinen Sender bezeichnen, der aber ganz geringe Pegel hat. Aber mit guten Geräten kann ich das empfangen. Ja, wir sind immer diese Autos rumgefahren, ja. Mit den ausfahrbaren, ja. Antennen. Genau, die haben genau auf diese ZF-Signale gehört. Heute mit anderer Technik möglich. Es ist sehr schwer geworden. Also ich würde zum Beispiel dann in keinem Blog darüber schreiben. Ja. Gut. Hier war noch eine Frage? Oder hat sich das auch erledigt? Okay, gut. Es gibt einen interessanten Bereich, wo man sich ausprobieren kann. Da komme ich auch gleich noch drauf. Was kann man tun? Hacken mit SDRs. Legal, ist alles legal, was hier steht. Ja? Man kann mal ein FM-Signal sich angucken. Auf dem 30C3 gab es einen sehr schönen Vortrag einer jungen Frau aus Finnland, die Oona Räisänen, ist auch eine Funkamateurin, die wirklich einen supergeilen Vortrag gehalten hat darüber, wie sie im FM-Rundfunksignal in Helsinki noch Datenübertragungen entdeckt hat, die da eigentlich nicht hingehören oder die nie dokumentiert waren. Und das ist genau das, was Hacker ja machen. Gucken wir nach und sagen, hoch, was ist das denn? Und die hat dann rausgekriegt, das ist die Übertragung der Anzeigesysteme an den Bushaltestellen. Da wird also dann den Bushaltestellen mitgeteilt, der Buslinie 3 kommt in 5 Minuten. Das geht über Rundfunksignale, weil die überall da sind. Tolle Sache. Sie hat sich dann so ein kleines Display gebaut und hat dann auf dem Schreibtisch bei sich immer stehen, wann unten bei ihr an der Bushaltestelle der nächste Bus kommt. Also wirklich, wirklich Hochachtung, tolle Sache, was sie da gebaut hat. Fast jeder Autoschlüssel funkt auf 433 MHz. Da darf ich, ist ein Amateurfunkband. Da ist also im Amateurfunkband ist so ein kleiner Bereich, der partagiert ist. Den müssen wir uns mit anderen Anwendern teilen, zum Beispiel Autoschlüssel, weil die ja so selten senden. Da gibt es auch ein paar interessante Blogs. Da wird also geguckt, wie machen die das denn? Eine einfache Replay-Attacke reicht nicht. Also ich kann nicht hergehen und mich auf einen, was weiß ich, Mediapark-Marktparkplatz stellen und sagen, so, jetzt zeichne ich den da auf und wenn der dann drin ist, spiele ich das wieder ab und geht nicht. Da steckt schon ein bisschen mehr dahinter, also die Key-Generierung, das ist ganz interessant gemacht. Und da könnte man zum Beispiel rumhacken. Man kann gucken, wie übertragt denn mein Wireless-Keyboard Daten oder eine Wireless-Maus. Oder ich kann halt, wie gesagt, hergehen und den deutschen Wetterdienst auf Kurzwelle empfangen oder auf Langwelle empfangen. Da gibt's einiges. Die Bilder, die ich da unten mal aufgezeichnet habe, das sind jetzt Sachen, die kenne ich nur vom Hörensagen. Die kommen von einem Wiki, Signal ID heißt das, oder Signal Intelligence. Das ist also jetzt eine Hobbyistengruppe, hauptsächlich aus USA, wo die Gesetze in dieser Hinsicht sehr viel lockerer sind, in dieser Hinsicht. Und das sind alles militärische Signale. Dieses Wasserfalldiagramm, das dort übertragen wird und wo man also gucken kann, was wird dort übertragen. Man braucht sich keine Hoffnung zu machen, das dekodieren zu können, was den Inhalt angeht. Aber die Verfahren sind interessant. Ja? Denn hier wird versucht, auf Kurzwelle in relativ geringer Bandbreite eine relativ hohe Datenrate zu erzeugen. Also 2400 Bit pro Sekunde, was wir so im Modem-Bereich vor 30, 40 Jahren hatten, ist völlig normal. 9K6 wird so jetzt langsam Standard und es gibt auch schnellere Betriebsarten, die noch ein bisschen seltsamer aussehen. Das hört sich an wie Rauschen. Sowas mal zu dekodieren oder halt mit geeigneten SDRs sowas dann auch selber zu entwickeln und zu gucken, was gibt's da für Möglichkeiten unter gestörten Kanälen und sowas. Das ist eine interessante Technik. Wie kann man am billigsten einsteigen oder am einfachsten einsteigen? Man geht auf eBay oder wo auch immer hin und kauft sich so einen Stick. Kostet 15 Euro. Da kommt eine Antenne mit, die jetzt für den DVB-T-Funkbereich geeignet ist. Man kann dann, was weiß ich, nochmal 2,50 Euro ausgeben und eine WLAN-Antenne oder die ist jetzt für den Amateurfunk. Ja, die kosten so 4 Euro, 4,50 Euro. Im billigsten Fall kommt aus China alles das Zeug. Das Schwierige ist immer nur, einen Adapter dann zu finden, der hier drauf passt. Und dann kann man loslegen. Und man installiert entsprechende Software, also diese ominöse RTL, also Realtek-Software, weil hier ein Realtek-Chip drinsteckt, unter Linux. Und da gibt es ganz schöne Programme. Es gibt allerdings auch sehr, sehr gute Software für Windows. Ich bin großer Linux-Fan,
Aber ich muss sagen, dass ich mir extra für diese Anwendungen wieder einen Windows-Rechner gekauft habe mit einer legalen Lizenz, weil die Software, die es da gibt, ist einfach nur geil. Ja, kostenlos. So, Antenne dran und Spaß haben. Und wenn ich das jetzt ein bisschen besser vorbereitet hätte und das Ding hier mitspielen würde, ich bräuchte die Antenne wirklich nur hier an den Fensterrahmen zu stellen und könnte dann schon anfangen zu spielen. Ich muss also nicht aufs Dach, ich muss keine riesen Kabel machen oder sowas. Ich kann mich wirklich in den Garten damit setzen mit so einer kleinen Antenne. Es fällt auch nicht sehr auf. Wo kann man gucken? Also ich stelle den Vortrag natürlich auch nachher noch zur Verfügung. Da kann man sich die URLs dann angucken. Das Osmocom-Projekt ist eine sehr schöne Nachschlagequelle für die Daten. Da wird beschrieben, welche Chips in diesen USB-Sticks drinstecken und wie man sie am besten verwenden kann, also welche besser gehen, welche schlechter gehen. Das Osmocom-Projekt ist überhaupt ein bewundernswertes Projekt. Die bauen nämlich mit Software-Defined Radios BTSen, also Basisstellen für Handys, für Mobiltelefone. Das ist eine unglaubliche Leistung. Und das wird mittlerweile auch in wenig stark industrialisierten Ländern eingesetzt, um auf die billigstmöglichste Art Mobilfunk zu machen. Das ist wirklich erstaunlich. Das ist ein Open-Source-Projekt. Man kann mit solchen Teilen also wirklich erstaunlich viel machen. Das sind so ein paar andere Seiten hier vom Deutschen Amateurradio-Club und von einem Funkamateur noch, die sehr schöne Webseiten haben. Also wie gesagt, man kann sich das dann mal angucken, wenn man in der Vortrag da ist. Wenn man richtig viel mehr lernen will und richtig ernsthaft einsteigen will und auch bereit ist, Zeit zu investieren und zu lernen, gibt es eigentlich unter Linux nur ein Projekt. Das ist auch ein enorm beeindruckendes Projekt. Das ist GNU Radio. Das ist also ein System, das wie ein Lego-Baukasten funktioniert. Ich verschiebe Bauklötzchen auf meinem Bildschirm und bastel mir meinen Empfänger oder auch Sender zusammen, um verschiedensten Komponenten zu erweitern. Ich kann so ganz billige Empfänger damit verwenden. Und dadurch, dass ich diese Komponenten selber zusammenstecke und verbinde, bin ich also gezwungen, mich mit der Technik auch mehr auseinanderzusetzen. Das ist sehr beeindruckend. Das ist ein tolles Projekt. Ja, und dann kann man natürlich auch ein bisschen bessere Hardware noch kaufen. Hier diese Etos, amerikanische Firma, die sind auf der Frostcon auch immer vertreten. Die waren letztes Jahr oder dieses Jahr auch wieder auf der FOSDEM in Brüssel. Also die sind immer dabei, wenn es auch um Open Source geht. Die sind also sehr offen auch. Das sind wirklich nette Leute, die da dabei sind. Gibt so andere. Der hier hat beispielsweise seine API offengelegt. Ja, also der sagt ganz einfach klar, hier, ich mache die Hardware, ich verdiene mein Geld mit der Hardware, ich mache auch eine Software dazu, die ist so mittelprächtig, aber macht ihr mal. Ne? Und dann kann man also sich hier die API-Definition runterziehen. HKRF, das ist das Teil hier, das war ein Kickstarter-Projekt, das komplett Open Source ist, also inklusive der Hardware. Da kann man sich die Platinenpläne runterladen und wenn man einen Reflow-Lötofen hat, dann kann man sich da also die bestücken und dann, auch das ist wie gesagt auch ein Sender. Ja, das ist also ein Empfänger und ein Sender zusammen. Bitte. Das ist nun ein Gerät, das wir vertreiben. Also die Frage war, den darf man ohne Lizenz nicht betreiben. Im Prinzip richtig, ja. Deswegen vertreibt den der Laden, zufällig meiner, den wir haben, nicht als Funkgerät, sondern als Messgerät. Ja, nein, wir haben das jetzt mit der es war wirklich eine Klärungsfrage mit der Bundesnetzagentur. Wir haben das jetzt zum Glück klären können. Es ist nur eine Auszeichnungsfrage. Die Sendeleistung ist wirklich so lächerlich gering, dass ich wirklich von hier über den Tisch funken kann. Ja. Und, also, wenn ich jetzt hier eine Außenantenne dranhänge und weil hier gerade nebenan dieser etwas sensible Nachbar sitzt, der würde vielleicht was von merken. Den traue ich das zu, Geräte dort stehen zu haben, die das Signal sehen. Aber sonst lächerlich. Ja. Also, man muss vorsichtig sein. Gut. Nichts, was man nicht verstärken kann. Natürlich kann man sowas verstärken, aber das bitte nicht, weil da ist nichts gefiltert. Das ist so dreckig, das Signal. Bitte nicht verstärken. Also, das ist wirklich ein Experimentiergerät, um mit der Technik warm zu werden, um Sachen zu experimentieren, mal Modulationsarten auszuprobieren, das Rad neu zu erfinden, whatever. Ja? Um da wirklich jetzt ein Funkgerät aufzubauen. No. Gut. Das soll es gewesen sein an der Stelle. Ich glaube, ich bin zeitlich auch ziemlich rum. Jetzt könnte ich noch eine kleine Live-Vorführung machen. Weiß ich jetzt nicht. Wie sieht denn das aus? Wann geht denn hier der nächste Vortrag weiter? Okay. Gut. Mach so lang, wie du willst. Meine Fresse, das darfst du nicht zu mir sagen. Halt, nein. Ja. Das. Nee, das ist... Wo haben wir es denn? Ich hatte vorhin noch versucht, dieses GNU Radio zum Laufen zu kriegen.
Das hat nicht so ganz geklappt. Moment. Kleinen Moment bitte mit der Frage. So, ich hänge also jetzt hier am Internet. Das ist also jetzt so ein typisches Spektrum, das ich hier sehe. Ich bin jetzt auf Kurzwelle. Hier unten ist die Frequenz. So. So, was ich jetzt hier höre, ich weiß nicht, hört man das? Kaum, ne? Oh, ein bisschen lauter drehen hier. Wo ist mein Audio-Mixer? Das ist also jetzt der Deutsche Wetterdienst in Pinneberg auf 10.000 Kilohertz auf 10 Megahertz etwa. Die senden von dort, das ist ein Funkfernschreibsignal, wenn man da jetzt mal reinzoomt. Hier sieht man also jetzt dieses Gelbe hier. Dieses Gelbe, das ist jetzt mein Empfangsfenster. Ja? Das sind hier 2,5 Kilohertz, die ich jetzt als Fenster in die Kurzwelle dekodiere, sehen tue ich ein bisschen mehr. Ja? Das ist also das Spektrum, das ich sehe, aber empfangen tue ich tatsächlich diesen Bereich hier. Und dieses hier, diese beiden Signale, das sind diese beiden Töne, die man hört. Das ist einfach ein ganz simples Signal. Wie gesagt, diese Art der Übertragung ist so 60, 70 Jahre alt, ist einfaches FSK-Verfahren, Funkfernschreiben, das da verwendet wird. Und dass das immer so hin und weg geht, das ist so die typische Kurzwelle. Jetzt ist auch von der Uhrzeit her wirklich ausgesprochen schlecht. Heute Nachmittag war das noch deutlich besser. Das ist ein Flugzeug eben gerade gewesen. Das wird also auch auf Kurzwelle gemacht. Die Leute, die Langstrecke fliegen, die müssen sich alle paar Minuten melden, alle halbe Stunde so in etwa. Und da hat man früher, macht man heute noch per Sprechfunk, kann man auch auf Kurzwelle sich, kann man nicht, also ich mache das nicht, aber könnte man sich das anhören. Und das hier, das ist das Ganze nur halt in Digitalfunk. Da haben die so einen kleinen Drucker, so einen können wir auch was hinschicken. Und da sagen die dann, ich fliege gerade dort in der Höhe und blauen Murmel und hat dann dort also, da gibt es in jedem Bereich der Welt so Regionalfrequenzen, die da genutzt werden. Und das da drüben, das sind Funkamateure. Da ist jemand am Morsen voraussichtlich direkt. Spielt rum. Okay, also so sieht das aus. Das ist jetzt das ist der Empfänger. Der steht in Twente in Holland an der Universität. Eine ganz kleine Antenne. Also auch auf Kurzwelle sind keine großen Antennen nötig. Es ist also hier in dem Fall eine sogenannte Mini-Whip. Das ist also so eine kleine Platine, die ist, ich glaube, 20 cm hoch, 7 cm breit und ein entsprechender kleiner Verstärker dran. Bauteileaufwand 8 Euro. Und damit empfange ich dieses Signal. Das ist ein ganz ausgezeichneter Empfänger. Und das ist halt das Geile beim Software-Defined Radio. Da hängen jetzt gleichzeitig wahrscheinlich noch 10 andere Leute drauf, die auch gleichzeitig hören können. Und jeder einen anderen Frequenzbereich, also jeder, wo er möchte. Ne? Also das ist schon etwas, was so der Form halt vor vielen Jahren, vor ein paar Jahren noch nicht möglich war. Das ist schon sehr beeindruckend. Gut, damit möchte ich dann das an der Stelle beenden. Wenn Fragen sind, bitteschön. Ja, es gibt Software, die man als die Frage war, ob man so, ich meine mal die Leitung. Wo ist er denn? Wenn ich jetzt die Tasten hier richtig programmiert hätte, dann. Was war die Frage? Genau. Ich hatte es eben wirklich vergessen. Ob es das Webfrontend auch für die SDSDX gibt oder muss man da eine Spezialhardware für haben? Das ist jetzt hier ganz einfach HTML5. Also die Frage war, ob man so ein Webfrontend für solche Empfänger hat. Es gibt für diese Empfänger Server-Software, wo ich dann aus meinem Rechner einen Server draus mache und dann von Remote draus auf zugreifen kann. Mit welcher Software ist, sei mal dahingestellt. Eine webbasierte Software wahrscheinlich eher nicht, sondern eine spezielle Applikation. Nein, das ist jetzt RTL, TCP zum Beispiel, aber es ging jetzt um ein Frontend, wie das da jetzt auch
Ich meine, das wäre Open Source hier. Das ist eine JavaScript-Bibliothek. Bitte. Die Software von dem Herrn aus Holland ist nicht Open Source. Er gibt sie auch nicht raus. Okay. Weil sie ist speziell auf sein Board zugeschnitten. Okay, gut. Also, falls jemand das. Ich habe versucht, die mit einem RTL-SDR auf 31C3 im Lauf zu kriegen und sind täglich gescheitert. Okay, gut. Okay, schade. Na ja, gut, es gibt da auch in dem Bereich Leute, die sind offener für Open Source, für andere weniger. Aber oh gut, dann ist das ja ein Bereich, wo man sich dann mal betätigen könnte. So, gibt es noch Fragen, die ich so direkt beantworten kann? Scheinbar nicht, dann doch da, bitte. Kannst du ganz kurz noch was zu diesem FunCube-Projekt sagen? Ja. Amateurfunksatelliten im Weltall ist, ja. Kann man da Signale mit den normalen RTL-Sticks empfangen oder ist da diese spezielle? Die Frage war, was das FunCube-Projekt ist und ob es möglich ist, mit normalen Sticks das zu empfangen oder ob man so einen FunCube-Dongle braucht. Es wäre besser, so einen FunCube-Dongle zu haben. Erstmal, was ist das für ein Projekt? Das ist ein Projekt einer britischen Hochschule, die diesen Empfänger entwickelt haben und einen kleinen Satelliten im Weltraum haben, der als Beilast mit einer Ariane mal hochgeschossen wurde. Ich glaube, war eine Ariane, hochgeschossen wurde und nun die Erde umkreist. Und das ist speziell für Hochschulen oder für Schulen gemacht worden. Sehr preiswerter Empfänger, um interessierten Lehrern und Schulklassen die Möglichkeit zu geben, Satellitenfunktechnik selber auszuprobieren. Also man kann dann mit so einem Teil und der Software, die dazu zu haben ist, und einer etwas größeren Antenne diesen Satelliten empfangen. Der ist niedrig umlaufend, das heißt, der kommt so alle anderthalb, alle 110, 120 Minuten rum. Wenn er eingeschaltet ist, der ist aufgrund von geringer Größe, hat er nicht viel Solarkapazität und ist deswegen immer wieder mal ausgeschaltet. Nur wird bekannt gegeben, morgen ist er eingeschaltet und dann kann man mit seiner Klasse sich da hinsetzen und kann dann auch Signale darüber weiter vermitteln lassen und sowas. Das ist das FunCube-Projekt. Dieses Ding, das kostet nicht ohne Grund fast 200 Euro, weil es ein bisschen besser gemacht ist. Da sind nämlich Filter drin. Filtern ist das A und O bei der Funktechnik. Und normalerweise kosten Filter Platz oder Geld. Ja, kleine Filter kosten Geld, große Filter kosten Platz. Und beides hat man hier nicht. Also ein bisschen Geld musste man hier reinstecken. Deswegen ist der besser geeignet. Ich habe es ehrlich gesagt mit so einem noch nicht probiert. Wenn die Antenne entsprechend größer ist, wird es hiermit auch gehen. Ja. Aber man kann auch senden. Nein, nicht selber. Nicht selber. Nein, das ist ja auch nur ein Empfänger. Man kann dort Sachen ausstrahlen lassen. Über die Webseite gibt man den Sachen, dann strahlt er, was weiß ich, den Gruß dieser Schule, dieser Schulklasse, strahlt er dann einen Gruß ab an die ganze Welt und kann man das dann da hören. Okay, ich stehe also gerne noch nachher für Fragen zur Verfügung. Ich bin den ganzen Abend wohl noch da. Auch die nächsten Tage werde ich immer wieder hier sein. Nicht regelmäßig, aber die meiste Zeit. Ich danke fürs Interesse. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere darüber einen Einstieg findet. Dankeschön. Applaus